Hey Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und dein Roblox-Account ist in Gefahr. Ja Leute, wie meine ich das und wieso sage ich das und wieso stimmt das sogar? Ja Leute, euer Roblox-Account ist in Gefahr. Ihr könnt in den nächsten Tagen oder ihr würdet vielleicht sogar schon gebannt, terminiert von Roblox für keinen richtigen Grund. Warum das Ganze passiert ist oder wieso das Ganze passieren kann und wie du das Ganze vermeiden kannst, erkläre ich dir genau in diesem Video. Das heißt, bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, lass einen Daumen nach oben da, falls dir weiterhilft und gefällt und abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Um keine Weise coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen. Ja Leute, wieso sage ich überhaupt hier, dass dein Roblox-Account in Gefahr ist? Und zwar gibt es gerade einen wirklich ernsthaften Hacker oder Hack auf Roblox, der euren Account terminieren kann. Terminieren ist nichts anderes als Bann, Leute. Wenn ihr gebannt werdet, werdet ihr nur für 3 oder für 7 Tage gebannt. Wenn ihr terminiert werdet, ist euer Account komplett weg. Und ja Leute, das Ganze kann ganz einfach sogar passieren, ohne dass man es überhaupt möchte. Und da ist gerade, wie gesagt, halt dieser Hack, wie der Ganze funktioniert, erklärt ich dir in diesem Video und wie du das Ganze vermeiden kannst auch. Das heißt, ja, teil auch liebend gerne dieses Video oder wenigstens diese Information mit euren Roblox-Freunden, damit jeder Bescheid weiß. Und ja, Leute, was ist eigentlich los? Was ist eigentlich hier die Sache? Und zwar ist das ganz simpel eigentlich. Und zwar, wie oft habe ich jetzt und zwar gesagt? Egal. Jedenfalls gibt es gerade, wie gesagt, diesen Hack und der funktioniert eben so. Ihr joint in ein Spiel rein und dieses Spiel sendet euch in ein anderes Spiel. Das kennt ihr ja, Leute. Manchmal kennt ihr das. Ihr joint in ein Spiel und dann werdet ihr automatisch in ein anderes Spiel teleportiert. Das ist ja okay. Aber, Leute, das Problem ist jetzt einfach, dass Leute in ein Spiel reinjoinen. Die großen Spiele haben das Problem zwar nicht, aber viele, viele kleine Spiele, Leute, haben eben dieses Problem, dass ihr in ein Spiel reinjoint und dieses Spiel euch dann direkt in ein anderes Spiel teleportiert und wenn ihr dieses Spiel beitretet, ist es vorbei. Dann ist euer Account weg. Und man kann das auch wieder gut machen, Leute. Man kann seinen Account auch wiederbekommen. Ich erkläre auch gleich genau wie. Das heißt, falls euer Account schon deshalb terminiert wurde, bleib auf jeden Fall dran. Ich erkläre dir gleich, wie das geht. Das hier ist ein kleines Informationsvideo. Deshalb auch nicht so viel geredet. Ihr seht einfach nur den Hintergrund steht, ich werde hier auch stehen bleiben, größtenteils, und das Ganze euch einfach versuchen zu erklären. Und zwar versuche ich das Ganze so gut wie es geht. Also auf Roblox kann man ja selber Spiele erstellen. Und wenn man ein Spiel erstellt, gibt es quasi ein Admin-Command. Es gibt etwa HD-Admin, das benutze ich zum Beispiel hier in dem Spiel auch. Damit kann man zum Beispiel sowas wie Fly bannen oder unsichtbar machen und sowas und so weiter und so fort. Und dann gibt es auch Coles-Admin. Und dieses Coles-Admin wurde anscheinend gehackt. Da bin ich mir nicht zu 100% sicher, ob das Originale gehackt wurde. Was jedenfalls sicher ist, dass es sehr viele HD-Admin und aber auch Coles-Admin Replikate in der Toolbox gibt, die halt leider unerfahrene Nutzer in ihre Spiele reinpacken. Und ja, ebenso ist das halt dann der Fall, dass wenn dieses Plugin, und das muss nicht nur mit Coles-Admin zu tun haben, das hat noch viele weitere Models, wenn man halt ein Spiel baut, wie gesagt, so die größten Spiele, so Adopt Me, Brookhaven und so, oder weitere Spiele, die sind alle sicher, die kann man easy spielen, Leute, aber so kleinere Spiele mit so 100 Spieler oder weniger oder vielleicht sogar 1000 Spieler oder weniger, oder sogar mehr, haben halt eben das Problem, dass da eben eine Chance besteht, dass dieses Plugin bzw. dieses Script quasi drin ist in diesem Spiel. Und wenn das eben der Fall sein sollte, Leute, ist das quasi ein Virus. Das ist quasi so ein Virus-Script und dieses Virus-Script wird euch dann quasi ja in dieses andere Spiel teleportieren. Was in diesem anderen Spiel passiert, ist quasi, dass euer Account automatisch Nachrichten reinschreibt und zwar sehr, sehr böse Nachrichten, die auf Roblox nicht erlaubt sind. Und deshalb werdet ihr dann sofort gebannt, Leute. Ihr geht quasi rein und boom, ihr seid weg. Ihr schreibt, ja, ich will jetzt hier keine Beispiele nennen, Leute. Natürlich will ich hier kein Video mit irgendwelchen bösen Schimpfwörtern machen. Aber ihr könnt euch ja vorstellen, dass ihr dann in dieses Spiel quasi reinteleportiert werdet und dann komplett euer Charakter quasi, euer Avatar, ihr quasi spammt den Chat komplett automatisch voll mit ganz bösen Sachen. Und das ist natürlich auf Roblox nicht erlaubt und ihr werdet direkt dafür terminiert. Weg seid ihr. Und ja, dafür könnt ihr ja nichts, Leute. Dafür könnt ihr ja nichts. Und deshalb werde ich euch auch gleich erklären, wie ihr das Ganze quasi beheben könnt, wenn euer Account terminiert wurde und wie ihr das Ganze auch verhindern könnt. Und zwar ist erste Sache, Leute, ihr könnt für diese Zeit, bis das Ganze von Roblox behoben wurde, hoffentlich wird das überhaupt irgendwann behoben, könnt ihr einfach den Chat ausmachen. Also euren Chat quasi ausmachen. Das geht in den Roblox-Einstellungen, einfach den Chat deaktivieren. Ist natürlich ein bisschen nervig, weil dann könnt ihr natürlich den Chat nicht mehr benutzen in allen anderen Spielen. Aber sicher ist sicher. Falls ihr ganz sicher gehen wollt, könnt ihr das natürlich machen. Zweite Sache ist halt, spielt in der Zeit jetzt, in der nächsten Zeit, nur noch größere Spiele. Wie gesagt, Adopt Me, Brookhaven, was weiß ich, Blocks, Fruits oder was auch immer ihr gerne spielt, Leute. Alle Spiele, die so ein bisschen größer sind, die haben halt ihre eigenen HD-Admins, beziehungsweise Coles-Admins oder ganze eigene Sachen, die sind schon alle abgesichert. Und ja, aber so kleinere Spiele könnte halt eben passieren, dass ihr dann halt, wenn ihr da reinjoint, dann halt, wie gesagt, teleportiert werdet direkt und dass dann euer Account in Gefahr ist. Und das ist wirklich auch eine wahre Sache, Leute. Ich kann euch hier noch ein paar Sachen einblenden dazu. Ihr seht hier ein paar Sachen, die ich hier noch einblende, Leute, von RTC haben das getweetet.
Beziehungsweise wir gehen einfach mal ganz kurz selber drauf. Also Leute, wenn ihr zum Beispiel diesem Spiel hier beitretet, Crosswoods, ja, dann werdet ihr automatisch quasi gebannt. Und das ist halt eben das Problem, dass andere Spieler euch auch in dieses Spiel hier quasi rein teleportieren. Hier steht nochmal, Leute, who can chat with me? No one. Einfach ausmachen, dann könnt ihr quasi nicht mehr chatten, aber dann seid ihr quasi vor der Sache sicher. Auf die Idee kam, diesen Hack zu machen, irgendwelche lustigen Leute auf jeden Fall. Und ich finde das halt Ganze nicht cool. Natürlich finde ich das nicht cool. Wieso sollte ich das Ganze auch cool finden? Und ja, wie gesagt, Leute, haltet euren Account sicher, bitte auch die ganze Information mit euren Freunden teilen. Das ist sehr wichtig. Oder einfach dieses Video hier teilen. Ich hoffe, ich habe das Ganze gut erklärt. Jetzt erkläre ich euch noch, wie ihr das Ganze dann quasi beheben könnt, falls ihr dann aus Versehen terminiert werdet. Und zwar könnt ihr einfach einen Bann-Appeal schreiben. Ihr geht dafür auf roblox.com/support, euren Username, euren Namen müsst ihr nicht reinschreiben. Eure E-Mail-Adresse, die ihr auf euren Roblox-Account habt, dann nochmal die E-Mail-Adresse, dann das Problem, beziehungsweise wo ihr quasi dann gespielt habt, in meinem Fall jetzt der PC, dann der Type, Leute, und zwar ist das dann hier Moderation, Leute. Und dann könnt ihr hier auswählen, nochmal hier Appeal for Account or Content, denke ich mal, ist das Richtige. Oder eventuell I was scammed, aber ich würde eher das hier machen, Leute. Und ja, dann schreibt ihr hier das Problem rein. Und zwar, dass es ja gerade dieses Problem gibt mit den Spielen und den bösen Wörtern. Schreibt da rein, dass ihr das halt eben nicht wart. Und in Hoffnung werdet ihr dann entbannt. Ich denke, Roblox ist sich der ganzen Situation schon bewusst und werden natürlich darauf dann reagieren. Natürlich solltet ihr das Ganze nicht ausnutzen. Wenn ihr wirklich aus einem anderen Grund terminiert wurdet, dann ist es natürlich jetzt nicht so schlau, das dann zu machen. Aber Leute, wenn ihr wirklich wegen diesem Fehler quasi terminiert wurdet, dann könnt ihr natürlich eine Beschwerde einlegen quasi, einen Appeal, dass ihr dann quasi wieder entbannt werdet, weil ihr wurdet ja aus unrechten Gründen gebannt. Und ich hoffe, dass ihr jetzt alles verstanden habt. Wie gesagt, ihr werdet nicht in dieses Spiel reingehen und versucht, kleine Spiele zu vermeiden, damit ihr nicht aus Versehen durch diesen Hack quasi teleportiert werdet in das andere Spiel. Weil sobald ihr da reinkommt, ist euer Account futsch. Wie gesagt, ihr könnt euch entbannen lassen, indem ihr diesen Support-Appeal schreibt. Das könnt ihr natürlich machen. Ich habe euch gerade gesagt, wie, Leute, roblox.com/support. Und ja, versucht das Ganze zu vermeiden. Spielt nur ein großes Spiel in der nächsten Zeit. Informiert eure Freunde darüber. Lasst auf jeden Fall den Daumen oben da, falls es euch gefallen hat. Und abonniert den Kanal und aktiviert die Glockenpartner für den coolen Roblox-Videos von mir zu was, Leute. Das ist eine ernsthafte Situation. Das ist gar nichts im Vergleich zu Jenna oder Explorer Elizabeth oder sonst welchen Hacker, Leute. Das hier ist wirklich ernst. Und man weiß auch, glaube ich, nicht, wer dahinter steckt. Jedenfalls ist es schon wirklich eine sehr, sehr schade Sache. Also, es ist halt echt blöd, dass das Ganze so ist. Aber man kann es leider jetzt nicht ändern. Ich hoffe, Roblox unternimmt was dagegen. Falls du auch was willst, dass der Roblox was unternehmen willst, Leute, schreib auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob du vielleicht sogar schon ein Betroffener, quasi ein Opfer dieser ganzen Aktion bist. Ich weiß, Leute, man sagt ja dazu Opfer. Das soll jetzt auch nicht als Beleidigung gelten. Man hat das nur immer so im Kopf, aber man ist ja quasi ein Opfer der Tat, wenn man dann quasi gebannt wurde. Schreib das gerne mal in die Kommentare oder bist du noch auf der sicheren Seite geblieben? Und ja, dann würde ich sagen, haut hier rein und ciao, Leute!